Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Let's Play Transport Fever, meine lieben Freunde. In dieser Folge wollen wir so langsam uns ein kleines Bildchen machen, was die neuen Features angeht. Und zwar haben wir heute geplant von Alfhausen, hier haben wir das, Alfhausen, nach Emmershausen ein wenig hier Boote zu bauen. Also hier Hafen und so. Ich gucke jetzt mal, was das kostet. So ein Hafen. 200.000. Okay. Hier ist ein Depot. Wie viel kostet das? Das kostet ja nicht so viel. Das kostet nicht so viel. Ja, hier ist eine Brücke, das ist aber erstmal unwichtig. Gucken wir kurz in die Informationen. Nein, alles gut. Wir haben gerade Minus. Damit können wir nicht arbeiten mit dem Minus, aber wir machen noch Plus. Hier ist so eine grüne Zahl. Haben wir auch eine grüne Zahl? Müssen wir mal ein bisschen Druck machen. Was machen denn unsere Linien hier? Eisenbahn. Und die macht Minus. Die kommt wieder rein. Guck mal, ich kann da auch hier drauf gehen. Zack. Guck mal, die hat jetzt weniger. Vor uns hat sie 92 Passagiere. Und die hat gerade wie viel mit? Ja, dafür kann sie schneller fahren. Ist auch ein Vorteil. Die sind noch nicht da. Hier sind zwei Züge. Die sind gut voll. Brauchen ja auch mal Fahrzeugersatz. Nehmen wir mal die hier. Machen wir hier etwas gelblich. Schaut bestimmt auch gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Und der Zug 20 könnte noch ein bisschen, den können wir noch mal kurz umbenennen. Zack. Müsste jetzt eigentlich langsam klappen. Sonst tun wir hier nochmal uns was leihen. Wir machen mal kurz Stopp, dass das Geld nicht weggeht. Und dann gehen wir mal hier rein. Und dann fangen wir mal an. Passagier. Natürlich muss es äußerst billig sein. Ich kann es auch noch ein bisschen drehen hier. Ich war da gerade. Haben wir noch ein bisschen gespart sogar. Zack. Was sind das, Häuser hier? Ja, das sind Häuser, die will ich nicht zerstören. Dann mache ich einfach den da. Und den da. Und dann machen wir hier unten noch eine kleine Haltestelle hin. Zack. Und die Linienstraße, die lilane, die hier,
Und die hat nach der 11 hier einen Halt, da einen Halt. Und dann hier noch eine kleine Haltestelle hinzufügen. Auf der Straßenseite. Da. Hä? Entfernen, 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 entfernen. Okay, das geht so lang. Ach, was machen wir denn? Zack. Ist schon hier danach. Kommt dieser. Einfach mal die 1 entfernen. Wäre vielleicht am praktischsten. Das ist die 11. Das ist die 12. Das ist die 13. Ja, jetzt funktioniert's. Aber die 13, die braucht man eigentlich nicht entfernen. Aber ihr habt's verstanden. Zack. Dass da schon mal ein paar hinfahren. So, jetzt können wir unten uns mal ranmachen. Eine Buslinie wird eigentlich hier ganz gut, dass wir die Straße zu verbinden. Zack. So, und das Schiffchen, das tun wir erstmal drehen. Auch etwas näher an die Stadt bauen. So. Meckert der eigentlich überall rum, weil es so hügelig ist? Hier würde es gehen. Aber jetzt müssen wir hier irgendwo, hier war es da gerade irgendwo. Ah, hier war es doch. Hier. Zack. Haben wir eine Straße noch hin? So. Und machen wir dann wieder so eine Straße. Und so eine Straße. Machen wir Haltestellen. Zack. Fahren die einmal so im Kreis. Ja, erreicht auch die ganze Straße. Machen wir so. Und hier tun wir die Straße verbinden. Sehr gut. Und jetzt machen wir eine neue Linie. Aber die sieht man ja voll. Nur so rötlich. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, kann man hier drauf machen. Okay. Und die 9 wieder weg. Haltestellen-Typen passen nicht zusammen. Zum Beispiel Bushaltestelle und Bahnhof. Okay. Das ist dann der Bus 601. Wie heißt das gute Örtchen? Genau. Nochmal. Bus 601 Emmershausen. Hausen. Zack. Und die 9 wieder entfernen. Das ist ein kleiner Trick. So. Wir haben gehört, dass das Depot nicht so teuer ist. Aber so in der Mitte wäre das doch eigentlich am praktischsten, oder? Und das Ding ja wieder zumachen. Oder wollen wir das hier so machen? Muss das drehen? Ne. Okay, ich mache meine Linie. Das kann doch ruhig eine graue Linie sein.
Zack und zack. Passt ja. Nochmal hier. Schiff. Emmers. Hausen. Alfhausen. Das geht nicht. Dann machen wir hier Schiff. Wie heißt das hier? Kutter? Nein, hier. Kogge. Kogge. Und immer. Hausener Kogge. Zack. Das passt auch. Hier Alfhausen, Emmershausen, die zwei Hausen hier. Hausen und Hausen. So, jetzt haben wir 153. Wie viel kostet so ein Passagier, so Schiff? Das ist Passagier, das ist Öl, das ist 216. Ah. Ja, nicht zurückzahlen. Zack. Jetzt können wir drei kaufen, wenn wir wollen. Machen wir es mal hier. Drei verschiedene Farben. Ich mache eins gelb. Zack. Und eins hier grün. Na, hier so ein Grün. Zack. Gucken wir mal, wie das ausschaut. Und du das jetzt erstmal zuweisen. Alle Linien zuweisen, Hausener Kogge. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie die ausschauen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Sehr gespannt bin ich. Und drücken auf Play. Ja, das sehen wir dann wahrscheinlich nächste Folge. Bis dahin, ciao, ciao.